Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Monkey Island. Wir sind wie gewohnt hier auf dem kleinen Floß von Winslow und haben letztes Mal das Voodoo-Medaillon hochgeholt. Ich lasse nur eben die Voodoo-Lady verschwinden. Voila! Tada! Mr. So. Winslow? Ja, Sir. Magst du mal bitte auf den Knopf drücken? Mr. Winslow, würden Sie bitte den Knopf auf dem Medaillon für Ihren alten Kapitän drücken? Gewiss doch, Sir! Vielen herzlichen Dank. Ich wusste gar nicht, dass ich so kalt war. Hey! Ah, bei allem, was da spukt, er lebt! Von wegen, das ist bloß irgend so ein Voodoo-Zombie. Still, schlagen Sie ihm den Kopf ab! Was? Augenblick mal! Keine Sorge, euer Ehren. Ein gezielter Wumms an die Birne sollte das Problem aus der Welt schaffen. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich! Wirklich, Spitze, ab ins Gefängnis mit Ihnen! Sieh da, ich bin gleich zurück, ich werfe nur schnell diesen Körper ins Kittchen! Sicher doch. Wenn die Damenwelt nach Ihnen fragt, werde ich von Ihrem Verbleib berichten. Na toll, ich bin im Knast. Mal wieder. Passiert. Hey, da hat jemand etwas hinter diesem losen Stein versteckt. Ein Tagebuch. Buckeyes Diary. Okay. Liebes Tagebuch. Tja, ich bin im Gefängnis. Offenbar habe ich es missverstanden, als mich dieser Meermensch, den ich kennengelernt hatte, fragte, ob er mich mitnehmen könne. Ich dachte, er meinte damit bis ganz in die Stadt zurück. Jedenfalls verstecke ich dich jetzt erst einmal, falls man mich filzen sollte. Ich möchte nicht, dass jemand meine innersten Gefühle erliest. Hm. Und was steht da noch so drin? Liebes Tagebuch. Ich glaube, die Seekühe werden jetzt jeden Augenblick damit anfangen, sich zu küssen. Ich hoffe, ich kann bei dem Geschlappere unbemerkt... Igitt, ich denke, ich habe genug gelesen. Okay. Das heißt so viel wie... Igitt. Die andere Fensterbank ist voller Kaugummi. Den brauchen wir. Wieso kriegt die Zelle einen Becher? Ich hab auch Durst. Und ein Pin-Up-Pirat. Ist das eine Art Plakat da drin? Ich kann es von hier nicht genau erkennen. Das heißt, die junge Voodoo-Lady. Boah, da oben klebt ein dicker Klumpen Kaugummi. Auf jeden Fall ist Buckeye dann wohl entschwunden. Indem er sich rausgeschlichen hat. Mein Körper fühlt sich ganz taub und kribbelig an. Während sie sich Ob das wohl ein schlechtes Zeichen ist? Ach Quatsch, du verlässt nur langsam deinen Körper. Was ganz gut ist. Bonk. Ja, wir konnten hier nicht mehr viel. Hey, was ist passiert? Ich weiß es nicht, Sir. Das Medaillon blitzte ein paar Mal auf und bevor ich Sexy Fish sagen konnte, waren sie wieder da. Sexy Fish? Nur so eine Redewendung, Sir. Ich habe sie auf meiner Tour auf den exotischen Limbo-Inseln aufgeschnappt. Sie meinen also, dass die Wirkung des Medaillons zeitlich begrenzt ist? Das scheint in der Tat der Fall zu sein, Sir. Na, das ist ja ganz toll. Ja, ne? Gut. Wir entschwinden mal kurz durch den Riss. Und wir müssen offensichtlich in die andere Zelle gelangen. Für den Kaugummi. War es bei Schwertkampf, wo wir in die Bar als Geist sind? Ich glaube. Jawohl, hier sind wir richtig. Wie ist denn mein Körper hierher gekommen? Wir wollten nach Ihnen sehen und da lag er einfach herum. Wir dachten nun schon, dass Sie wieder tot sind und haben Sie einfach dahingelegt. Okay, dankeschön. Yo, Buckeye. Was willst du, du Würstchen? Echt jetzt?
Wie hast du es aus der Seekuh raus und nach Flotsam geschafft? Ich sagte, ich will nicht darüber reden. Ich kann's mir schon vorstellen. Vielleicht hast du abgewartet, bis Paarungszeit war, dich bis zur Zunge durchgeschlagen und bist entkommen, als die Seekühe sich küssen wollten. Hey, wer hat dir das gesagt? Das geht niemanden etwas an. Und als du dich aus der Seekuh befreit hattest... Oh, auf einmal ein Mensch nach Flotsam gerissen. Geritten natürlich. Du hast dich mit einem Meermenschen angefreundet, der dich bis ans Ufer von Flotsam gebracht hat. Unmöglich! Niemand weiß davon! Seht her, ich bin Bugeye. Ich stehe auf Seekühe, die rummachen und schwimme mit Meermenschen spazieren. Veräppelst du mich, Junge? So, was haben wir denn hier? Das stinkt. Das stinkt. Ja, sieht so aus. Das hier und. Ist das Fiesling, was er da hat? Jo, sieht so aus, als ob wir es richtig hätten. Arr, sieht das denn so aus, als würde ich dich veräppeln? Ich bin der große böse Bugeye. Ich führe ein Tagebuch wie ein Mädchen. Ich wünschte, ich hätte Haare, aus denen ich mir Locken machen lassen könnte. Mal sehen, wie sich dein Gesicht mit meiner Faust darin macht. Ich bin Geist. Lassen Sie es endlich gut sein. Ich glaube, Sie regen sich erstmal wieder ab, Bursche. Ab in die Ausnüchterungszelle mit Ihnen. Und Sie schleimen Sie hier mir nicht alles voll, während ich weg bin. Alles klar. Ich lasse ihn einfach da, bis er sich abgekühlt hat. Natürlich lass ihn da. Unsere Zeit zu entschwinden. Um wieder in unseren guten alten Körper zurückzukommen, da die andere Zelle jetzt nun wohl offensichtlich belegt ist. Ja, sie war, glaube ich, beim Tor. Ich finde es auch recht amüsant, dass man nur ein einziges Mal diesen Fährmann braucht und danach nie wieder in seinem Leben. In seinem toten Leben. Allerdings. Ihr wisst schon, was ich meine. Zoom. Hallo, Winslow. Magst du noch Mr. Winslow? Den Knopf für mich drücken? Das wäre super. Würden Sie den Knopf bitte noch einmal drücken? Gewiss doch, Sir. Piek. Weg bin ich. Ich bin wieder da. Keinen Schritt weiter oder ich knipse Ihnen eigenhändig das Licht aus. Geister sind eine Sache, aber Zombies kann ich auf den Tod nicht ab. Ja. Ich ergebe mich. Wirklich, Spitze, ab ins Gefängnis mit Ihnen. Muss er abschließen? Ist keiner mehr da. Das ist doch kacke. Bugeye, wir sind Nachbarn. Halt den Rand, Zombie-Bürschlein. Nur wegen dir bin ich hier. Schon gut. Ich bin leise. Okay. Ich kann kaum glauben, dass ich tatsächlich so weit gehe. Widerlich. Das schmeckt wie Ohrenschmalz. Nee, das hat nichts gebracht. Das war dann wohl doch kein Seelenkaugummi. Okay. Können wir den Becher nehmen? Freiheit für Guybrush Threepwood! Freiheit für Guybrush Threepwood! Keine neuen Steuern! Nieder mit dem Porzellan! Hey! Hör sofort mit dem Krach auf oder ich schieb dir diesen Becher zwischen die Kiemen! Freiheit für Guybrush Threepwood! Freiheit für Guybrush Threepwood! Ach, es ist einfach nicht dasselbe. Oh oh. Ich spüre eine Geisteraustreibung im Anmarsch. Dieser Kaugummi-Stalaktit sieht ganz frisch aus. Staub, Spucke und ein Hauch Lavendel. Ansonsten vollkommen geschmacklos.
Okay. Hat wohl zu lange gedauert. Willkommen zurück, Sir. Wissen Sie, immer wenn ich im Gefängnis ohnmächtig werde, zerren Sie meinen Körper zurück in die Bar und schmücken ihn erneut. Meinen Sie, ich sollte als Geist zurückkehren und mal nach dem Rechten sehen? Tja, wer weiß, mit welchen Partyandenken Sie meinen Körper das nächste Mal beglücken. Danke für den Rat, Mr. Winslow. Gewiss doch, Sir. Gut, dann wollen wir eben halt nochmal gucken, wenn du möchtest. Solange sie ihm keinen Porzellanbecher auf den Kopf setzen, glaube ich, geht's ihm trotzdem recht gut. Ansonsten ist es hier auch so leer geworden, ne? Keine anderen Geister mehr. Alle weg. Hallo allerseits, da bin ich wieder. Psst, ich versuche mich hier zu konzentrieren. Ich habe immerhin meinen Becher noch in der Hand. Hey, WP. Warten Sie, ich habe meine alte Form beinahe wieder. Buh, ich bin ein schauriger Geist. Hören Sie auf damit! Sie sind nicht schaurig, Sie haben mich bloß in meiner Konzentration gestört. Aber natürlich doch. Wir haben unseren lustigen, guten Becher mit schmelzendem Malzbier getränkt. Gefüllt. Wir laufen dann jetzt mal wieder zurück zu Winslow, denke ich. Ein bisschen hin und zurück hier das Ganze. Tut mir leid deswegen, aber da kann man nichts machen. Ansonsten lasst mir natürlich ein Like und einen Kommentar da. Bald neigt sich das Spiel auch zu Ende. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, was ich danach machen werde. Wenn irgendjemand ein älteres Adventure, ein Klassiker der Adventure hat, immer her damit. Als Vorschläge, ich werde es mir angucken. Bevor ich dem guten Winslow allerdings sage, dass er bitte nochmal das Knöpfchen drücken muss, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.